Mahlzeit, Leute, seid gegrüßt. Ich bin der Adventure Fox und ich begrüße euch zum dritten Teil der Fahrradwohnwagen-Reihe. Genau, heute sollte eigentlich die Deichsel drankommen. Ja, Problem ist, die Deichsel ist nicht da, aber ich kann euch mal was zeigen. Ja, hier kam wieder eine kleine Lieferung vom netten DHL-Boten und DPD-Boten. Ja, das ist eine Batterie und das hier ist schon ein Teil meiner Solaranlage und hier ist ein Steuergerät drin, also Lichtschalter und. Aber dazu kommen wir später. Ja, Leute, ich habe das Ganze jetzt hier schon mal ein bisschen bearbeitet, bisschen angeschliffen, bisschen fettfrei gemacht, bisschen geputzt. Und ja, wir werden das Ganze hier mit Sprühlack bearbeiten. Ja, Anthrazitgrau. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja, warum eine dunkle Farbe? Ja, erstens sieht gut aus, zweitens, ja, wenn die Sonne ein bisschen drauf ballert, dann ja, erhitzt sich die Bude quasi schon von automatisch und den ganzen warmen Dunst, den werde ich sowieso durch Ventilatoren absaugen. Das heißt, da kommt quasi hier unten unter die Platte kommt ein Ventilator, das dann einmal die Zuluft und die Abluft, ja, kommt dann wahrscheinlich hier oben hin. Oder halt hin, da drüben irgendwo hin. So, Leute, ich würde sagen, ich lese mir mal die Gebrauchsanleitung vom Lack durch. Werde dann einmal GoPro-Akkus tauschen und dann geht's los. So, Leute, das fröhliche Lackieren kann losgehen. Hier ist die Dose. Ich würde sagen, wir tragen erstmal eine ganz dünne Schicht auf. Ja, lassen die ein bisschen aushärten. Trocknen und dann geht's weiter. Ja, da wir im geschlossenen Raum sind, gibt's einen Atemschutz und los geht's. So, Leute, mittlerweile ist die Bude hier eingestiebt. Nur gut, dass ich eine Maske auf habe.
Ach Leute, machen wir noch die letzten paar Sprühstöße. Das Dach machen wir fertig und dann ist die Bude ja erstmal fertig lackiert. Dann kommt die erstmal nach draußen. Dann wird hier erstmal noch sauber gemacht. Auch das gehört dazu. Ja, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen verschätzt, was hier die Dosenanzahl angeht. Das heißt, ich musste gerade nochmal los und Farbe kaufen. Nochmal zwei Dosen zusätzlich. Ja, das heißt, hier sind jetzt vier Dosen Farbe drauf. Es ist jetzt nicht so, dass das Zeug hier nicht deckt. Es deckt gut, aber ja, für die Fläche braucht man auf jeden Fall ordentlich Farbe. Für die ganze Fläche, um das alles hier abzudecken, weil das müssen locker zwei Schichten Farbe hier drauf. Gut Leute, ich würde sagen, ich guck mal, dass ich euch hier noch ein bisschen hingestellt kriege und dann machen wir das Dach hier noch fertig. Leute, jetzt lassen wir das hier erstmal ein bisschen trocknen. Ich würde sagen, ich mache mal hier einen Lüfter an. Man kann der ganze Mock hier erstmal rausziehen. Und ja, hier, ich mache eine kleine Pause und dann geht der Wohnwagen erstmal in die frische Luft zum Begutachten.